Vollkommen klar, ausgiebige Sonnenbäder kann man zu dieser Jahreszeit nicht verlangen, aber doch zumindest mal ein paar Sonnenstrahlen, ein paar Lichtblicke, das wäre schön. Die wird es die nächsten Tage auch tatsächlich mal geben. Bisher zeigte sich die Adventszeit in vielen Teilen Deutschlands ja eher im Dauerdämmerzustand, wie hier in Lübeck, trübes, graues Wetter. Seit dem 27. November, seit dem ersten Advent, gibt es hier keinen Sonnenstrahl mehr. In Münster schon seit dem 26. und in Mühldorf am Inn seit dem 25.11. Die nächsten Tage zumindest mal ein paar Minuten bis maximal 3 Stunden Sonne möglich. In Münster zum Beispiel 3 Stunden am Freitag und in Lübeck am Mittwoch schon. Dieses große Tief über Skandinavien lenkt zwar feucht-kalte Luft zu uns mit Schauern, aber zwischen den Schauern, da gibt es Wolkenlücken und die kann tagsüber die Sonne nutzen. Da kommt sie dann mal raus. Hier dieser Streifen ist durch den Skandinavien-Föhn bedingt. Über Schleswig-Holstein, über Mecklenburg-Vorpommern gibt es am Mittwoch längere sonnige Phasen bis zu 5 Stunden und auch im Süden von Baden-Württemberg. Dazwischen überwiegen die Wolken und wir müssen mit weiteren Schauern rechnen, teils als Schnee in tieferen Lagen, auch mal als Regen. Und im höheren Bergland kann es weiterhin rutschig sein auf den Straßen. Da bleibt der Schnee auch liegen. Kräftiger Wind vor allem an den Küsten und in den Hochlagen der Mittelgebirge bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 7 Grad. Ähnliche Temperaturen am Donnerstag, nur noch 5 Grad maximal an der Ems und am Rhein. Ansonsten geht es kaum über 0 Grad und vor allem über der Landesmitte gibt es weiterhin viele Wolken mit Regen- und Schneeglättegefahr in den Bergen. Freundlicher nach Nebel ganz im Süden und ganz im Norden. Und am Freitag dreht sich das dann um. Da wird es in der Landesmitte freundlicher, die Wolken lockern auf, die Sonne kommt mal raus. Einzelne Schauer an den Küsten und dann vor allem im Süden von Baden-Württemberg und Bayern am Freitag länger anhaltende Schnee- und Schneeregenfälle.